Hallo liebe Bewohner, es ist Freitag, der 9. Oktober 2020 um 13:42 hier auf Killika. Heute gibt es eigentlich keine Neuigkeiten. Hat denn gestern jemand einen Dokumentarfilm im Fernsehen gesehen? Es ging um die Geschichte des Jodelns. Rodelns. Wirklich sehr informativ. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass mich Filme über Jodeln direkt einschlafen lassen. Ach du liebe Zeit, da rede ich ja mal wieder übers Fernsehen. Tut mir leid. So, damit sind wir heute am Ende der heutigen Ansprache. Ich wünsche euch allen auf Killika einen schönen Tag. Ja, und damit begrüße ich auch euch wieder zurück zu Animal Crossing New Horizons. Und natürlich wollen wir hier über YouTube schauen und nicht über ein Fernsehen. Obwohl, über Fernsehen kann man auch YouTube schauen. Ihr werdet das schon so sehen, wie ihr es sehen wollt. Wir haben ja uns im letzten Part ein bisschen um Swimming gekümmert, um Schwimmen gehen. Heute werden wir uns um viele Kleinigkeiten nur kümmern, denn leider habe ich die 3 Sterne noch nicht fertig. Die werden aber, denke ich mal, bald kommen. Wir haben, oder ich habe noch ein bisschen was gekauft. Eine Gartenlaterne als Beispiel und KK Bossa. Die Gartenlaterne und Nikis Sachen werden wir gleich mal aufstellen. Ich will aber erstmal wirklich die Gartenlaterne haben. Um eben halt meine ganze Gegend hier noch ein bisschen zu verschönern an sich. Ich stelle einfach jetzt gerade einfach schnurstracks irgendwo hin. Ohne Sinn und Verstand, um ehrlich zu sein. Denn ich habe herausgefunden, es reicht, wenn wir einige Items, die für draußen ausgelegt sind, draußen hinstellen. Dann sollten wir an sich die 3 Sterne relativ schnell zusammenkriegen. Plus die Einwohner, die ich natürlich auch, ihr könnt euch ja schon wohl schätzen, die Einwohner habe ich ja auch schon demnach erhöht. Oder zumindest sollten jetzt noch 2 dazukommen. Dann haben wir nämlich 9 Stück. Und dann sollte das eigentlich klappen. Mit der Sache, die ich vorhabe. Also mit den 3 Sternen. So, ich lege erstmal ein paar Sachen ins Lager ab, denn das brauchen wir so oder so nicht. Ist jetzt ein bisschen Schwachsinn, wenn wir das immer mitschleppen. Und weil Niki ja wieder super viel geschickt hat. Ich weiß nicht, woher du das nimmst, aber du hast doch schon alles fertig bei deiner Insel. Da wundert mich gar nichts mehr. Auf jeden Fall gucken wir uns mal die ganzen Geschenke an. Und von Kelvin auch ein paar Geschenke. Oh, cool. Danke, Kelvin. Aber ich bedanke mich erstmal zum Schluss bei euch. Weil, wie gesagt, das sind so viele Geschenke da, da sehe ich wahrscheinlich nicht durch. Steht ein Feiertag ins Haus, so dekoriere selbiges doch einmal mit Einrichtungen, die du auch nur bei der jeweiligen Saison sammeln kannst. Akademie des schönen Hauses. Nein, bin ich kein Fan von irgendwie. Habe ich jetzt noch nicht gefeiert. Also zumindest gab es jetzt noch keine Sachen, wo ich sage, die müsste sein. Sehr geehrter Herr Tristan, vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Nook-Mine-Programm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie einen bestellten Artikel und wir hoffen, Sie bleiben weiterhin treu. Dankeschön. Werden wir. Grüße an Konrad. Nicht schon wieder irgendwas Fitnessmäßiges. Aber vielen Dank erstmal. Der erste Schritt für die Verwandlung zum Zombie? Ach, zum Zombie. Ah. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt dir deine Asienkommode. Voll süß. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich bin gerne für jeden da. Vielen lieben Dank. Ich möchte mich dafür bedanken. Oh, nochmal. Hoffentlich gefällt dir dein Dinner-Sofa. Deiner Sofa. Vielen, vielen Dank. Ach, Kelvin war das, stimmt. Aber auch Niki dir auch vielen, vielen lieben Dank. Und an allen, die dabei sind. Vielen, vielen lieben Dank und richtig großes Herz auch von diesem Bild her. An euch allen. Ich habe endlich eine Tapete gefunden, die dir gefallen wird. Die Rosenkranz. Was? Die rosa Kronenwand. Ja, Niki. Mhm. Natürlich. Hier hast du 2 doppelte Bastelanleitungen von mir. Doppelte? Ach so, ja, nee, verstehe. Ja, alles gut. Ich habe endlich. Oh nein, hör doch auf mit den pinken Sachen. Aber der pinke Badetuch könnte ich wirklich brauchen. Und die 2. Anleitung.
Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für die lieben Briefe und für das, was ihr reingeschrieben habt. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ihr mir so hilfreich hier unterstützt. Das habe ich übrigens gekauft, das wollte ich gar nicht kaufen. Das habe ich aus Versehen gekauft, weil ich dachte, das wäre irgendwie was anderes gewesen. Aber naja, nicht schlimm. So, gucken wir uns mal Nummer 1 an. Marktdeko. Alles klar, ich weiß, wo ich es aufstelle. So, da wir ja derzeit nur hier den Ehenmarktplatz haben, der sich natürlich auch noch ändern wird, werde ich es hier aufstellen. Wie gesagt, ich stelle erstmal nur auf, um halt die Punkte zusammenzubekommen. Später wird dann gestaltet. Und ich denke mal, ich werde die Gestaltung, das wollte ich sowieso nochmal fragen. Wollt ihr denn, dass ich die nächsten Gestaltungs- oder Umgestaltungsparts als Let's Play hochlade oder als Stream? Könnt ihr mal euch entscheiden. Bitte, aber denkt dran, der Stream wird, also es wird ein bisschen schwieriger mit Umgestalten beim Stream. Also ich kann nicht jeden Tag den Stream dort. Müsste ich dann Zeiten irgendwie finden. Ich glaube, als Parts kann man eben halt ein bisschen mehr rausschneiden. Ich weiß nicht, ich finde Parts angenehmer. Ich muss mal gucken, wie ich das oben machen möchte. Aber ihr könnt ja auch mitentscheiden. So, die Asien-Kommode. Ich finde ja asiatische Kommoden sowieso, also im allgemeinen asiatischen Stil, finde ich echt schön. Die haben echt gute Sachen dabei. Und die Kommode ist ja wohl der Hammer. Also der ist echt Hammer. Deiner Sofa. Was ist denn das Deiner Sofa? Ah. Sieht halt eher aus wie so ein Luxussofa. Aber Deiner-mäßig hat es auch schon ein bisschen was. Rosa Kronenwand. Das schauen wir uns drinnen an. Bonsai-Tisch. Den habe ich noch nicht. Bonsai-Tisch. Interessant. Müssen wir uns mal anschauen. Dann haben wir das Badetuch. Und die Bienenwarmwand. Kann ich mir noch nicht drunter vorstellen. Aber wir schauen uns das mal alles in Ruhe jetzt an. So. Da haben wir... Erstmal haben wir ein paar Nook-Meilen. Die können wir gleich holen. Wo haben wir die Bastelanleitung da? Oh Gott. Das sieht geil aus. Aber ihr seht schon, wir brauchen Kirschblütenbonsai und Kiefernbonsai dafür. Dann haben wir die Holzblocktrommel. Die habe ich auch nochmal im letzten Part oder so bekommen. Die Wand. Die Wand sieht ja nicht mal so schlecht aus. Das Kochfeuer haben wir. Warum haben wir ein Kochfeuer? Sieht auf jeden Fall auch nice aus. Ich glaube, das werde ich auch so im asiatischen Teil. Ich würde einen asiatischen Teil hier einbauen. So in der Mitte der Insel, so ein bisschen. Oder Mitte seitlich. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen was vor. Katalogstöberer. Kriegen wir nochmal Nook-Meilen. Und Zäune schaffen Räume. Um eine leere Fläche zu einem Garten zu machen, brauchst du eigentlich nur eines. Einen Zaun. Wer fleißig sein Reich umzäunt, wird von Tom Nook beehrt mit Punkten. Genau, und zwar habe ich auch noch im letzten Part oder so im Zwischenteil ein paar Zäune oder dekorationsmäßig ein bisschen aufgebaut, um halt die Punkte voll zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben immer noch einen Stern, weil uns halt die Einwohner fehlen. Hätten wir 9 Einwohner, hätten wir wahrscheinlich schon 2 oder vielleicht auch 3 Sterne. Können wir, also kann ich jetzt noch nicht wissen. Huch. Wir werden uns das auf jeden Fall demnächst anschauen. Könntest du mal deine Waffen weglegen? So, hier drin werden wir uns erstmal ein bisschen was ausmüllen, so gesehen. Also so ein bisschen was wir im Inventar haben, mal herausstellen. Zum Beispiel hätte ich hier die Asien-Kommode erstmal hingestellt. Auch wenn die farblich nicht passen, müssen wir erstmal mit leben. Können wir später machen. Asiatische Kommode. Dann haben wir noch erstmal die Wand. Du, ne? Also, Niki, ich weiß, du hast ja ein Faible für Pink, aber so viel Pink geht gar nicht. Das ist schon... Junge, Junge, Junge. Aber die ist nicht hässlich. Man kann nicht sagen, dass sie hässlich ist, ja? Es gibt schlimmere. Aber es ist nicht meins.
Naja, nicht schlimm. Sollte deiner so verpacken wir ins Lager. Die restlichen Sachen auch. Rosenkranz machen wir im Lager. Jetzt gucken wir nach dem Badetuch. Nein. Einfach nur nein. Den Cyberanzug, den finde ich cool, aber das doch nicht. Lumpen? Oh Gott. Sehe ich aus wie so ein... Ah ja, Zombie. Ah. Ah, sehe ich aus wie so ein Zombie. Kommt mir jetzt das im Kopf. Warum wohl? Anzugshemd mache ich mal weg. Die Sachen kommen erstmal in mein Lager. Ich werde das Lager noch umbauen müssen, unbedingt. Größer machen. Ich glaube, ich mache irgendwo einen Schrank hin, wo ich die Klamotten reinmache. Besser als im Lager zu stecken. Cyberanzug nehme ich mit. Ja, das Gestaltungskit kann erstmal weg. Hier haben wir noch zwei Dinosaurier-Sachen. Die können wir noch, ja, sag schon bei Dings abgeben. Den Mundschutz. Den wollte ich mir anziehen. Nee, komm. Nee, dann lassen wir bei der dann bleiben wir bei der Zauberlehrlingskapuze. Ich finde die echt hübsch. Also, die mag ich. Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir hier alles weggelagert haben. Sagt mir mal da bitte, was man mit den Kürbissen macht. Ich will jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was man damit machen kann. Aber wenn ihr eine Idee habt oder das wisst, dann sagt mal Bescheid, damit ich weiß, ob ich mehr Kürbisse brauche oder nicht. So, jetzt werden wir aber erstmal die Fossilien abgeben oder... Nee, komm. Ich zeige euch erstmal was Schönes. Und zwar haben wir ja eine neue Einrichtung. Den Newton, Jute Schneiderei. Wir können mal hier wie Summarien anquatschen. Was gibt's Neues, Zichel? Hat was. Auf einer Insel zu wohnen, Zichel. Man kann bis in die Puppenpen. Bis in die Puppenpen? Habe ich noch nie gehört. Und keiner nörgelt. Das Sprichwort habe ich noch nie gehört. Puppenpen. Alles in Ordnung, Boko. Ich lasse mir ein wenig die Brise von Killika um die das Näschen. Wen Näschen? Er meint Näschen, oder? Gut, wir werden auf jeden Fall mit jedem nochmal ein bisschen sprechen. Hier haben wir ja unseren Markt. Aber hier habe ich übrigens einen Zaun hingemacht, weil kann man mal machen. Wie gesagt, die Zäune habe ich erstmal so hingestellt. Und wer bist denn du? Ach stimmt, Dörte. Na, Platsch. Fleißig am Rocken. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was. Wie? Unsere Insel ist gar nicht so einsam. Naja, wenn du meinst. Gott, ja, tut mir leid. Dann lass doch mal ein paar mehr Leute hierher ziehen. Nimm deine Familie mit, Mensch. Lass die Insel aufblühen. Und dann übrigens haben wir hier oben die Schneiderei. Das ist jetzt endlich fertig. Wir werden dort einen Besuch abstatten und wir sollten, wir müssen eigentlich jeden Tag dort einen Besuch abstatten und mit einer bestimmten Person sprechen, um später ein Item zu bekommen, das wir brauchen. Die Nähmaschine als Beispiel. Und hier können wir auch Klamotten einkaufen, alle drum und dran. Bei Gerd werden wir auch nochmal vorbeischauen. Erstmal gehen wir aber zur Schneiderei, wie gesagt. Guten Tag, Tina. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, Tristan, vielen Dank, dass du und diese tolle Stelle für unseren Laden ausgesucht hast. Wir haben beschlossen, uns auf Killika niederzulassen und hier unsere Mode nun zu verkaufen. Ja, dann darf ich dich einmal durch unseren Laden führen. Gleich, wenn du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern sich jeden Tag. Du weißt schon, um mehr Abwechslung zu haben. Dort links findest du unsere Schneiderpuppen. Sie tragen immer die angesagtesten Teile der Saison. Wir ändern ihre Ausstellung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem mal inspirieren. Und wenn dir an deinen Schneiderpuppen etwas gut gefällt, kannst du es natürlich auch gerne kaufen. Kommen wir nun zu den hinteren Wand. Hier findest du deine eigenen Designs für Kunden. Gerne stellen wir auch deine Designs aus und du kannst die hier angezeigten sogar kostenlos nehmen. Daneben ist das Designer-Terminal aufgestellt. Hier kannst du die Designs von Erstellern aus aller Welt bestellen und sogar deine eigenen hochladen.
Und zu guter Letzt noch der Umkleideraum. Den findest du ganz rechts im Laden. Dort kannst du alles anprobieren, was wir gerade anbieten. Und zwar in allen verfügbaren Farben. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleideraum auch die Sachen, die wir nicht aufstellen. Ja, der Umkleideraum ist so praktisch und du kannst auch sehen, wie gut dein Outfit steht. Wir haben jeden Tag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Ich hoffe, wir werden dich häufig wieder sehen. Ja, wie gesagt, am Anfang ja. Später eher weniger. Entschuldige, keine Zeit zum Reden. Okay, Sina, alles gut. Huh. Was ist das denn? Festival-Shirt? Nein. Was haben wir hier? Eiskunstlaufkleid. Ich glaube, Niki, das könnte dir passen, oder? Gut. Dann gehen wir mal hier raus wieder. Also ich werde nicht so viele Klamotten kaufen. Ich will nur die Schneiderei, also die Schneidemann. Wie nennt man das Ding? Ihr wisst, was ich meine. Wo man mit Sachen schneiden kann. Die Schneidemaschine da oder wie sie heißt. Jedenfalls die werde ich mir dort holen. Und ja, das ist auch der größte Teil, was ich machen möchte. Jetzt werden wir auf jeden Fall die Fossilien abgeben. So, und danach... Huchala. Och, komm. Wir geben erstmal die Fossilien ab und dann können wir mal weiterschauen. Schön, ein Fossil wurde ausgegraben. Oh, und übrigens sind hier schon Blumen gewachsen. Das ist toll. Ich wollte eigentlich noch nachher bei... Melinda und Tom Nook vorbeischauen, um zu gucken, ob die irgendwas Neues zu empfehlen haben oder so. Also da werden wir definitiv auch nochmal vorbeischauen. Eugen, und du schläfst schon wieder, das ist nicht gut. Fossilien analysieren, bitte. Was es sein darf. Es da dürfen die ganzen Fossilien von A bis Z analysiert werden. Und dann hoffe ich mal, dass wir alle bald durch haben. Aber auf jeden Fall die Bienenfossilien, die ich habe, die müssten wir eigentlich schon mal haben. Oder hatten wir schon mal. Ich will etwas stiften. So. Ah, guck mal, wir haben den hier. Säbelzahn-Hinterteil. Den haben wir noch nicht. Den Iguanodon-Schwanz. Spinosaurus hatten wir schon mal. Ammonit hatten wir. Hatten wir nicht. Nee, Ammonit hatten wir noch nicht. Und hier ist nochmal der Schwanz. Wir werden erstmal die Sachen durchgehen, die wir noch nicht hatten. Die Reste machen wir dann zusammen in einem. Hat man dafür Worte? Der Iguano-Schwanz, wollen Sie den mal Fachwissen hören? Sehr schön. Ausgezeichnet. Wir haben, was wir haben, hier haben, wer der Herr ist, der anmutige, die anmutige Ballerina der Kreidezeit. Der Iguanodon. Wenn ich anmutig sage, meine ich damit natürlich gemessen an den niedrigen Pflanzenfresserstandards. Geschickt soll Iguanodon Angreifern ausgewichen sein und sich mit seinem Daumendorn gewehrt haben. Wenn es wollte, konnte es sogar mit zwei Beinen laufen. Es war wirklich ein grazilstes der Dinosaurier. Ich habe noch nie von diesem Dinosaurier gehört. Aber das sind sowieso Dinosaurier dabei, die hat man im Normalfall nie wirklich gehört. Ich wollte spenden. Jedenfalls schon interessant, dass der kleine Pflanzenfresser sich gut austeilen kann. Und wo haben wir jetzt den Ammonit da? Bitteschön. Erzähl mir mal, was du Schönes zum Ammonit weißt. Ammoniten waren Kreaturen, die es das ganze Zeitalter der Dinosaurier hindurch gab. Und lange vorher. Da verschiedene Spezies zu verschiedenen Zeiten lebten, dienen sie auch als sogenannte Leitfossilien. Was bedeutet, dass man durch sie die Zeitperiode festlegen kann, das aus der anderen Fossilien stammt.
Wer weiß, welche Geheimnisse sich noch hinter diesem Viralgehäuse verbergen. Also das sind so Sachen, die wir noch ja nicht kennen. Aber ich würde sagen, die Restinfos, die packen wir alle in einem. Denn wir hatten wirklich schon Spino und Stego hatten wir schon. Säbelzahn hatten wir und den anderen Spinosaurus. Warte mal, wir haben zweimal den Torso. Ja, okay, dann werden wir nur drei davon mitnehmen. So, abgegeben. Und dann würde ich halt gerne noch eine Sache stiften. Und zwar haben wir, oder habe ich noch, die Orchideenmantis gefangen. Den Orchideenmantis oder die? Oh nein, eine Orchideenmantis. Soll ich etwas dazu erzählen? Okay. Die Orchideenmantis, also die, erinnert mit ihren schillernden Farben und blattförmigen Gliedmaßen an einer Blume. Diese meisterhafte Tarnung ermöglicht es ihr, sich an Orchideen vor Fressfeinden zu verstecken. Das geht auch gut, also sie sind wirklich echt gut versteckt. Doch damit gibt es sie nicht zufrieden. Sie lockt es auch arglose Insekten an, die sie fressen kann. Man stelle sich nur einmal vor, eine wunderschöne Blüte und dann schnappt sie nach einem. Oh, Niedertracht kennt keine Grenzen. Also wie gesagt, habe ich schon mitgekriegt, im Spiel sieht die wirklich aus wie eine Blume. Wortwörtlich, ich habe die vorher nicht gecheckt, ich bin da vorbeigelaufen. Und beim zweiten Mal dachte ich dann, was ist denn das? Das ist doch keine Blume. Ah, und dann habe ich es gefangen. War der Orchideenmantis. Oh, eine Schnecke. Oh Gott, das muss ich aber stellen. Wollen Sie Praxiswissen hören? Okay, Schnecken sind zugegeben keine Insekten, doch sie sind ganz genau so abstoßend. Schnecken sind Weichtiere und werden mit einem Gehäuse geboren, das sie nicht ablenken können. Stattdessen wächst ihr Schneckenhaus mit. Auf die Dauer wird das sicher ganz schön schwer. Daher brauchen sie wohl auch eine Schleimspur, um sich leichter fortbewegen zu können. Welch abstoßende Transportmechanismen. Könnte ich mir aber gut auch viel vorstellen, weil wer weiß, wie schwer so ein Insekten-Schneckenhaus ist, ne? Für uns Menschen leicht, aber für Schnecken weiß man nicht. Aber ich glaube, die Schleimspur brauchen die Insekten für was anderes anstatt das. Bin ich mir aber auch jetzt nicht so sicher. Jedenfalls gehen wir jetzt zu Tom Nook und Melinda. Da nehme ich euch aber mit, denn erstens regnet es. Und zweitens könnt ihr diesen wunderschönen alten Retro-Tankstelle erkennen. Ist doch cool, oder? Habe ich auch einfach hier hingestellt. Fragt nicht, warum. Alles, um die Punkte zusammenzubekommen. Gerd, stimmt. Bei dir wollte ich ja auch noch vorbeischnökern. Ich würde gerne... Oh. Da Oktober und Halloween einfach zusammengehören, biete ich auch Kürbissetzlinge an. Ach so. Stimmt, das hatten wir schon. Und zwar hat er neue Sachen. Kürbissetzlinge erstmal. Hornfeige. Oh, der hat neue Tulpen. Also das muss ich leider kaufen. Tut mir leid, Leute. Dann müsst ihr jetzt durch. Also jeden Seed werde ich einmal kaufen, wieder 10 Stück. Und dann wieder auf der Insel komplett verteilen. Oder 5 Stück reichen auch schon. Eigentlich reichen 5 Stück immer. Weil stellt euch mal vor, nächstes Mal, wenn Gerd kommt, hat er wieder neue Veilchen und Blümchen. Wenn wir das dann kombinieren, dann wird es halt irgendwann... wie soll ich sagen? Wird halt die Insel langsam zu voll von Blumen. Also, naturmäßig ist die Insel, glaube ich, schon komplett ausreichend. Aber wie gesagt, es kann nie schaden, ne? Wir wollen ja ein bisschen mehr Natur hier haben. Aber uns fehlt auf jeden Fall die Einwohner. Also da muss ich gucken, wie wir das hinbekommen, dass wir mehr Einwohner bekommen. Ich weiß, man kann irgendwie welche über Amiibo einladen, aber... Nee. Muss nicht unbedingt sein.
und dann nochmal die Pfingstfeierchen. Die wollen wir natürlich auch. Was ich ihn übrigens auch noch möchte, was er leider nicht hat, die Maiglöckchen. Die haben viele, die habe ich aber nicht, die möchte ich gerne schon haben irgendwann mal. Also ich hoffe mal, dass die irgendwann ankommen. So, dann gucken wir mal bei Melinda und Tom Nook vorbei. Mal sehen, was die so schön im Angebot haben. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ihr macht Sport, ich nicht. Ich werde erstmal beim Nook-Portal eintreten. Krieg meine 80 Punkte. Und Nook-Shopping. Fliege, hau ab. Gut. Oh, Gartenwasserhahn. Aber der sieht nicht so schön aus. Oh. Entschuldigung. Der muss gekauft werden. KK, ich habe jetzt beschlossen, übrigens doch KKs Sachen alle zu holen. Finde ich irgendwie besser. Also ich brauche die auf jeden Fall. Irgendwann später, weil ich ja auch ein bisschen mehr in der Welt ein bisschen mehr Unterschiede haben möchte. Vom Geräuschepegel her. Ich überlege gerade. Getränkeautomat wäre halt geil, aber wir haben keine 2000. Der Kaufstand genauso. Wir brauchen noch ein paar Nook-Meilen. So, ich würde erstmal hier Nook-Meilen abholen. Wie gesagt, aber das machen wir später mit den, was ich vorhab. So, das Rest hier mache ich so nebenbei. Und dann würde ich mal sagen, geht mal zu Tom Nook. Erstmal mit ihm reden. Ey, du musst mal deinen Sport unterbrechen, ja? Boah, ey, hi Tristan. Aber ich wollte eigentlich Sport machen, ne? Aber, na gut. Willkommen bei der Bauberatung. Was liegt dir denn am Herzen? Stimmt. Was soll ich tun? Du sollst doch Projekt K geht in der heißen Phase, Mensch. Alles muss stimmen, damit KK sich nun zu einem Konzert hier blicken lässt. Wenn unsere Insel-Image erstmal entsprechend glänzt und die Leute sich von uns erzählen, dann kontaktiere ich sofort KK und unterbreite ihm meinen goldenen Konzeptvorschlag. Konzertvorschlag. Konzept vielleicht auch. Falls du noch nicht sicher bist, wie wir das mit dem Insel-Image machen, frag einfach Melinda. Ach, und fang lieber schon mal an, ein paar KK-Songtexte zum Mitsingen mitzulernen. Nein. Melinda, sag mir mal, wie gut ist unser Insel-Image? Naja, wie soll ich sagen, es ist immer noch ein Stern. Ich weiß, du gibst dir viel Mühe, aber die meisten finden das halt, naja, wie soll ich sagen. Ich habe schon länger ein Auge auf die Insel geworfen, aber die kennt fast keiner. Hoffe, die wird irgendwann bekannt. So hat's man mir gesagt. Naja, für handfestere Umfrageergebnisse bräuchten wir aber unbedingt mehr Einwohner. Auf der Insel, klarer Fall. Du und ich würde vielleicht... Was? Ich würde auch gern mal sagen. Für mich hat sich das Bild der Insel auf jeden Fall klar verbessert. Du machst das Ganze ganz toll. Mit dem Dekorieren und Verschönern und so. Hast wirklich Talent, weißt du? Und fertig. Oh, es fehlen nur die Leute. Es fehlen nur die Leute. Oh, Entschuldigung. Da ging es vielleicht emotional bei mir ein bisschen zu wieder. Also schön. Falls es sonst nichts gibt, dann lass mich in Zukunft wissen, wenn du was brauchst. Wir gucken doch nochmal ganz oben nach. Vielleicht gibt es ja im Zelt jemanden, der Bock hat, auf unsere wunderschöne Insel zu ziehen. Scheiß Einwohner. Ey, ich will da durch. So fett bin ich nicht. Oh, warte, mit ihr möchte ich noch reden. Ey, warte, nicht weggehen. Hey, wie läuft's? Hey, ich laufe hier so nur herum, check das mal. Ein Fuß vor dem anderen und los, Wahnsinn, oder? Die ist immer noch weird. Aber nett. Es ist kein am Campingplatz, warum tut ihr mir das selig an? Campingplatz. Toll. Oh, hier ist noch ein Fossil.
Aber ich würde sagen, das machen wir alles im nächsten Part. Ich denke mal, für heute haben wir auch genug getan. Ich denke mal, am Sonntag wird es dann weitergehen mit Animal Crossing New Horizons. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.